Damals, als ich mit meiner Frau, meiner Familie, meinen Eltern rumgefahren bin, wir uns Karussells angeguckt haben, verschiedene Hersteller, wir haben uns auch andere Melksysteme auch noch angesehen und war mit meiner Frau dann nochmal alleine los nach Irland, um Karussell zu sehen, war auch für sie ganz schnell klar, wenn ein neues Melksystem, dann Delgmaster und dann das Ausmelker-Karussell. Und wir sind heute noch der felsenfesten Überzeugung, dass es der richtige Schritt war und das richtige System für uns. Für Delgmaster haben wir uns entschieden, durch die gute Verarbeitung und die Stabilität. Besonders hat uns gut gefallen die Festigkeit oder wie gut die Zitzengummis am Euter sitzen. Also wir haben kaum Probleme, dass die Kühe Luft saugen. Die Kühe sind sehr ruhig. Sieht man auch daran, dass kaum im Karussell hier gekotet wird. Wir haben zu Hause auf dem alten Standort, bevor wir hier rausgegangen sind, 250 Kühe gehalten und haben da beim am Tag etwa 5,5 Stunden drin gemolken. Was für die Familie und für uns privat vor allem schon eine hohe Belastung war. Zusätzlich muss man dazu sagen, dass solange dieses lange Melken ging, auch viel auf die Tiergesundheit und die Milchleistung. Also man konnte dann schon merken, dass sie vor allem die Milchleistung auch erheblich nachlässt, weil die Tiere zu lange im Warteraum standen und bis sie dran waren mit Melken. Auch die Euterentzündung wurde mehr. Was, als wir rübergegangen sind hier in das neue System, sehr schnell wieder abfiel, die Zellzahlen, was wir jetzt sehr gut im Griff haben. Delgmaster hat die eine Seite gemacht, innen, hat nur gesagt, wie groß es außen sein muss, hat das den Architekten übergeben, der wurden die Pläne übereinander gelegt, mit der anderen Technik, was zusammenspielt. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Wir sind im Jahr 2012, ich weiß nicht, ob wir heute auf Mittwoch umgezogen mit den ersten 100 Tieren, hier im neuen Stall und haben gesagt, das muss erstmal reichen zum Anlernen. Die Tiere haben es wirklich innerhalb von 2 Tagen gelernt und darüber sind wir sehr, sehr glücklich gewesen. Was uns gleich am Anfang aufgefallen ist, in diesem neuen System, die Ruhe beim Melken, die Zellzahl ist deutlich gesunken, um gute 100 bis 150.000 und ich meine, der Ausmelkgrad ist deutlich besser hier. Wir melken zurzeit mit 2 Personen etwa 180 Kühe in der Stunde, bis zu 200 im 44er Außenmelker-Karussell. Wir haben uns damals bei der Planung schon Gedanken gemacht, wie kann man einen optimalen Arbeitsplatz für Mitarbeiter gestalten und haben auch gleich während der Bauphase gesagt, wir bauen den Hubboden mit ein, sodass sich jeder Mitarbeiter sich seine Höhe einstellen kann, um so einen optimalen Arbeitsplatz für die Leute zu haben. Das Treibegitter fährt automatisch vor. Immer wenn 5 Kühe die Plattform betreten, läuft es automatisch 4 Sekunden vor. Kann über die Kühe, die nächste Gruppe kann schon reingeholt werden, dann fährt es über die Kühe rüber. Sobald wir fertig sind mit Melken, ist ein Schieber am Treibegitter ist dran, das bleibt unten, fährt zurück, der Warteraum ist gleich sauber, sodass das spart uns eine Menge Arbeit. Delgmaster arbeitet mit dem Bügelsystem, kann jedes Tier, kommt nochmal vorne zum Platz. Der Melker kann sich noch mal in Ruhe angucken, kann dann den Bügel hochlassen, das Tier fährt noch eine Runde und verlässt dann das Karussell. Die gute, ich muss wirklich sagen, die sehr, sehr gute Verarbeitung der Selektion, die auch wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe selber getestet, ich habe die erst eine Woche lang eine Gruppe jeden Tag angemalt, um zu sehen, wie viele Kühe in einer anderen Gruppe gehen oder wie viel Prozent genau sie arbeitet. Aber ich habe wirklich nach einer Woche kein Tier gefunden, was in der falschen Gruppe war. So, da bin ich sehr von überzeugt. Was ich jedem anderen Landwirt empfehlen würde, wäre einmal mal im Delgmaster mitzumelken. Wir melken ja jetzt im 44er. Und das meiste, was wir gesehen haben, waren 40 bis 50. So haben wir uns in der Mitte entschieden. Trotzdem würde ich heute vielleicht sagen, ich würde das 50er bauen. Viele, die hier waren, die waren doch schon schnell überzeugt, dass das ein schönes Melken ist.